Ich würde einfach mal anfangen mit unserer chaotischen Stunde. Genau, wie gesagt, der Plan ist, jeder, der so Tools hat, die er irgendwie tagtäglich verwendet, die super offen sind und die man vielleicht nicht so kennt, ist herzlich dazu eingeladen, sie vorzustellen, solange sie noch nicht auf der Liste, von der wir vorhin kurz geredet haben, stehen. Genau, ich fange einfach mal an und eins der Tools, die ich so nutze, ist UNP. Das schreibt man so, das steht für Unpack. Das war in letzter Zeit sehr hilfreich, weil ich Tutor war in der EP und da kriege ich immer ganz viele irgendwie Abgaben. Und da sehen wir, okay, das sind irgendwie ganz viele, hier gibt es nicht immer ganz viele Dateien und meistens ist es eine ZIP, manchmal ist es was irgendwas anderes als eine .zip, manchmal ist es eine .rar, manchmal ist es eine .bzip, manchmal ist es irgendwas anderes. Oder generell, wenn ihr so ein Verzeichnis habt, so ein komprimiertes Verzeichnis, dann gibt es halt irgendwie 30 Programme, die dafür sorgen, dass irgendwas cool verpackt wird und die sorgen dann meistens auch dafür, dass irgendwas cool entpackt wird. Aber spätestens bei TAR ist uns irgendwie allen klar, dass es super unschön ist, sich zu merken, wie das eigentlich gerade funktioniert. Und deswegen wirft man einfach UNP auf beliebige gepackte Verzeichnisse und es entpackt es einfach genauso, wie man das will. Und man braucht nur noch diesen einen Befehl und muss sich den ganzen restlichen Scheiß nicht mehr merken. Das ist ziemlich geil. Genau, ne? UNP ist hervorragend. Hier ist irgendwie, die Manpage ist auch gar nicht so lang. Das ist schon alles. Nee, fast. Genau, das ist schon alles. Das ist hervorragend. Genau, im Wesentlichen ist es, glaube ich, auch nur ein Rapper um ZIP und BZIP und alles, was so gibt. Genau, anderes Tool, was ich in letzter Zeit aus verschiedenen Gründen sehr häufig nutze, ist DF. Ich weiß nicht, ob ihr DF schon kennt, aber vermutlich kennen das die meisten. Das zeigt einem im Wesentlichen an, wie viel Platz man noch so auf den einzelnen Partitionen, die man so hat. Für mich in letzter Zeit sehr spannend ist insbesondere diese Zahl. Warum? Mein System liegt unter Slash und wenn ich Dinge installieren oder upgraden will, dann ist spannend, wie viel Platz ist hier eigentlich noch, um irgendwelche Paketdinge runterzuladen. Das ist also quasi mein Monitoring, was irgendwie so ständig läuft, wenn ich irgendein Update mache und dann hoffe ich immer, dass noch genug Platz da ist. Neulich waren dann nämlich nicht 1,2 GB Platz, sondern irgendwie mehr so 300 MB. Wie habe ich es geschafft, dass da jetzt mehr Platz ist und ich mehr Platz habe, um Upgrades zu machen? Das war sehr einfach. Da gibt es nämlich das Tool Orphaner aus dem Paket deb-orphan für. Das ist hervorragend für alle Leute, die einen Debian nutzen. Und das zeigt einem nämlich im Wesentlichen an, auf welche Pakete gerade nichts dependet. Ne? Das hier sind irgendwie drei Pakete, die kein Programm tatsächlich braucht. Und üblicherweise kann man die einfach relativ unbeschadet deinstallieren. Ne? Und das Schöne an Orphaner ist, ich kann die hier irgendwie sehr entspannt einfach auswählen und dann sagen, okay, die würde ich jetzt gerne deinstallieren, wenn ich auf OK klicke. Vorher kann ich aber einmal mir simulieren lassen, was passieren würde, wenn ich die jetzt deinstallieren würde. Und wenn es dann mehr Pakete gibt, die auch orphaned sind, also die kein anderes Programm braucht, dann würden die mir da auch angezeigt werden und dann kann ich die irgendwie markieren. Das heißt, damit, das ist so eine Hervorragende, dass wenn man irgendwie sein Debian vor 3 Jahren aufgesetzt und seitdem nie so richtig ordentlich aufgeräumt hat, dann schmeißt man einmal offener drauf und hat man auf einmal 1 GB mehr Platz. Frage 1 von Christian. Was ist der Unterschied zu Apt-Get-Auto-Remove? Die Frage war, was der Unterschied zu Apt- oder Apt-Get-Auto-Remove ist. Das kann ich dir auch nicht so 100% beantworten, weil ich nicht so tief drinstecke. Nein, nicht nur das Simulate. Apt-Auto-Remove removed bei mir nichts mehr. DevOrphaner schon ganz, ganz viel. Da hinten kommt vielleicht eine Antwort. Das ist einfach. Wenn du explizit mit apt-install ein Paket installierst, kann es halt von Auto-Remove nicht entfernt werden, weil du es explizit installiert hast und das kann die halt trotzdem finden, weil es merkt, okay, darauf braucht eigentlich keine Dependency drauf. Genau, und das gilt halt auch für die ganzen Dependencies. Wenn du irgendwie mit apt-install irgendwas installiert hast und es halt irgendwie 30 Libraries mitzieht, dann passiert das da genauso. Und deswegen ist es hervorragend. Das Paket, das Debian-Paket ist deb-orphan. Ich drücke hier mal auf Cancel. Hier, deb-orphan sollte das heißen. Da kommt auch das ursprüngliche Paket, dpkg. Heißt das nur deb-orphan? Ja. Okay. Ja. Genau, deb-orphan heißt auch das Tool. Das da im Hintergrund steht, Orphaner ist eigentlich nur so ein N-Curses-Wrapper um dieses Tool. Genau. N-Curses Wrapper sind auch das letzte Tool, was ich vorstellen will. Ich weiß nicht, wer von euch Network Manager benutzt. Ich tue das und hin und wieder stürzt mir das Applet ab und das ist irgendwie ätzend. Und wenn ich dann trotzdem meine Dinge verwalten will, dann nutze ich dafür, oder meine WLANs oder was auch immer verwalten will, dann nutze ich dafür NMTUI. Das ist das Network Manager Text User Interface.
Genau, das ist sehr schön und sehr einfach zu bedienen und ist meine Alternative, wenn mein Applet mal wieder gestorben ist, was im Wesentlichen ständig passiert. Genau. Ja, das waren 3,5 Dinge, die ich hier vorstellen wollte. Ich würde meinen Laptop jetzt für alle Leute bereitstellen, die weitere Tools vorstellen wollen. Und jetzt kann man auch wieder wie gewohnt tippen. Next. Chatty, go. So. So, da ein Tool, was ich ganz cool finde, was ich jetzt neben anderen Tools unter anderem mehr und mehr für Backup ausrolle, ist dieses Borg Backup. Borg Backup ist ein relativ cooles Ding. Also was will man bei so einem Backup eigentlich haben? Man will irgendwie bei einem Backup irgendwie haben, dass das häufig ist und dass es irgendwie keinen Platz wegnimmt. Und das ist irgendwie so eine schlechte Kombination, denn häufig Backup machen nimmt normalerweise viel Platz weg. Und das ist sehr blöd. Dieses Borg Backup löst das Ganze relativ elegant, indem es im Wesentlichen alle Dateien, die man so hochladen möchte, nimmt, einmal durch so einen Häcksler schiebt und dann irgendwie nur die Sprühwurst, die dann rauskommt, speichert. Und da kann man dann schön die Duplikation machen, weil man nämlich irgendwie sagen kann, okay, dieses Stückchen hier und dieses Stückchen, die kommen zwar von unterschiedlichen Dateien, sehen aber irgendwie gleich aus. Und deswegen, und dieses Borg Backup speichert dann sozusagen da, wo das Backup liegt, nur so einen Blobstore mit dieser Sprühwurst und jedes Backup besteht dann im Wesentlichen nur aus einer Datei, die irgendwie sagt, das und das und das und das und das Stückchen geben zusammen folgende Datei. So. Wie funktioniert denn das ganz, also ich habe mir jetzt überlegt, ich mache das einfach mal hier anhand der Doku, weil irgendwie, wenn ich hier meine Backups selber demonstriere, dauert das nur ewig. Genau, also man macht irgendwie, das Schöne ist, Borg kann nämlich auch einfach nativ über SSH irgendwo hin, das heißt, sobald ihr SSH habt, könnt ihr da auch irgendwelche Backups hinschieben. Man macht irgendwie so ein Borg-Init auf irgendeinen Pfad und dann hat man da so ein Repo, wo man irgendwie Blobs reinschieben kann. Und dann macht man einfach hier Borg create path to repo, Doppelpunkt, Doppelpunkt und einfach den Namen von so einem Repo. Zum Beispiel hier jetzt Monday. Und dann sagst du eben, backup immer source und documents. Und dann werden alle Dateien, also wird source und documents und alle Dateien, die da drin liegen, werden einmal durch diesen Häcksler geschoben. Die Blobs werden da hochgeschoben oder dahin geschoben. Ob das jetzt irgendwie auf einer externen Festplatte liegt oder auf einer internen Festplatte, was nicht so klug wäre für ein Backup, oder ob das auf einem irgendeinem anderen Server, auf den ich mit SSH zugreifen kann, liegt, ist eigentlich völlig egal. Und dann kann ich irgendwie mit minus V und minus Stats kriege ich noch ganz viel mehr Informationen, die ich ganz cool benutzen kann oder auch lassen kann und kann dann irgendwie jeden Tag sowas machen. Und das Schöne ist, wenn ich ein paar von diesen Blobs einmal hochgeladen habe, dann oder in dieses Repo reingeschoben habe, dann, was auch gerade bei Remote-Servern relativ schön ist, die muss ich ja kein zweites Mal da hochschieben. Denn bevor Borg anfängt, da irgendwelche Sachen hochzuschieben, guckt er sich einmal an, was ist denn schon da und schiebt dann nur das hoch, was es dann was noch nicht oben ist, was es relativ performant macht. Ich kann mir dann auch irgendwie mit diesem Borg-List, da sage ich mir einfach das Repo und dann sagt er mir hier irgendwie schön Montag, Dienstag und dann hier schön Tag, Datum und alles sowas. Ich kann mir irgendwie auch die Contents angucken mit irgendwie List und dann irgendwie den konkreten Snapshot. Und ich kann auch irgendwie Dinge extracten, dann holt es mir irgendwie alle Sachen wieder raus. Was auch ganz cool ist, wenn ich irgendwie eine einzelne Datei haben möchte, ich kann auch irgendwie sagen, Borg, mounte mir mal dieses Backup dahin und dann kann ich einfach wie in so einem Dateibrowser über ein Dateisystem auf diese Daten zugreifen, was auch relativ cool ist. Das ist jetzt nicht so super performant, weil das so ein Fuse-Dateisystem ist, aber um so einzelne Dateien daraus zu holen, ist es schon ganz cool. Jetzt fragt man sich natürlich, okay, jetzt mache ich irgendwie so ein Backup und jetzt schiebe ich das irgendwie so hoch auf den Server über eine Netzwerkleitung oder so. Was passiert denn, wenn mein Netzwerk kaputt geht? Das ist alles überhaupt kein Problem, denn Borg macht irgendwie alle 5 Minuten oder so, macht das so einen Snapshot, macht da committed an alle Daten, sodass dass sozusagen der Teil sauber abgeschlossen ist. Und wenn das irgendwie mittendrin passiert, dann kriegt man so ein Backup, das, wo hatten wir, List. Da kriegt man so ein Backup und da steht dann hinter sozusagen so Snapshot 1, Snapshot 2, Snapshot 3. Und wenn man dann das nächste Mal dieses selbe Backup nochmal macht, dann macht er im Wesentlichen da weiter, wo er aufgehört hat. Und dadurch, dass man diesen Snapshot schon hat, hat man alle Daten, die man bis dahin schon hochgeladen hat, hat man dann schon oben. Das heißt, das nächste Backup muss nicht nochmal alle neu machen. Oder macht eben nur die Sachen, die sich seitdem geändert haben. Frage? Zwei spannende Fragen gibt es natürlich. Zum einen, wie lange dauert so ein Backup? Nee, drei Fragen. Was passiert, wenn das Backup, wenn das Backup unterbrochen wird? Weil bei mir soll das am besten irgendwie immer im Hintergrund auf dem Laptop automatisch laufen, wenn er gerade daheim ist. Und wenn ich ihn halt zu früh mitnehme, soll das Backup halt nicht corrupten? Nö, macht er nicht. Das sind diese Sachen mit diesen Commits, die er macht. Ja. Also er committet quasi. Er macht irgendwie alle paar Minuten oder so macht er so einen Commit und alles, was bis dahin übertragen worden ist und auch sauber in diesem Blobstore gelandet ist.
während dem Backups, Backup, und wenn du dann irgendwie abbrichst, dann ist halt, sind halt nur irgendwie die 2 Minuten seit dem letzten Snapshot verloren. Der Rest ist sauber committed und da drin. Aber er scannt nicht beständig, also in dem laufenden System Backup machen ist ja auch immer ein bisschen problematisch, gerade wenn, keine Ahnung, Chromium oder so, ja, ja. Dann kommen ja tausende Dateien dazu und werden gelöscht. Er macht dann schon so wie jedes andere Backup-Tool halt. Ja, er geht halt einmal über den Dateisystem. Also er macht nicht bei jedem Commit das auf der Weise. Nee, also die Commits sind nur dazu da, dass du sozusagen nicht, dass eben genau das, was du sagtest, dass wenn du irgendwie ein größeres Backup machst, dass du nicht, wenn das Backup unterbrochen wird, komplett von null anfangen musst. Diese Commits garantieren dir auch, dass das Backup bis dahin nicht corrupted ist. Das ist genau die Idee dabei. Wie lange dauern die Backups? Das ist bei mir hauptsächlich Hast du ein normales Laptop-System mit dir und allem, wo sich halt viele kleine Dateien auch manchmal finden? Das dauert schon so ein Weilchen. Ein wesentlicher Zeitpunkt, wo das dauert, war bei mir auch das Hochladen ins Netzwerk. Ich muss das nochmal auf eine externe Festplatte testen, das sollte signifikant schneller gehen. Aber ich habe häufig gesehen, ein Nachteil, den Borg noch hat, dieser Chunker, der dir das Ding klein schneidet und das Hochladen können nicht parallel laufen. Das Ding ist momentan nur single-threaded. Die sind momentan dabei, das einzubauen, dass du genau das parallelisierst. Denn das dürfte nochmal einen signifikanten Geschwindigkeitsboost geben. Größenordnung, ich habe angefangen, es zu benutzen, ist aufgrund dieser Tatsache, dass ich zu Hause auch wenig Upstream habe, noch nicht so sehr in Betrieb. Ich brauchte so Stunde oder zwei, dauert es bei mir auf dem Remote. Bei gutem Upstream. Wie viel? 500 Gigabyte über den Daumen. Also du siehst den... hier auch. Aber das Problem ist auch, du siehst, wenn du dir das Ding anschaust, dass er relativ lange auch daran einfach hängt, dass die Platte keine Aktivität hat, dass er die ganze Zeit nur im Hochladen ist. Also ich habe es bisher nur auf Netzwerk-Remotes getestet. Wenn ich das auf eine externe Festplatte teste, was ich noch nicht gemacht habe, würde vermutlich dieser Hochladezeitraum im Wesentlichen mehr oder weniger wegfallen. Das sollte die Sachen nochmal beschleunigen. Ich kann dir dann nochmal ein Update geben, sobald ich dann Zeit habe. Ja, das Frage hast du schon mal restored. Ich habe schon mal restored, noch nicht die vollen 500 GB, die ich immer backuppe, aber ich habe für Einzeldirectories die Restore-Funktionalität schon mal getestet. Die funktioniert relativ gut. Das Fuse-Dateisystem habe ich selber noch nicht getestet. Aber im Großen und Ganzen funktioniert das. Du kannst auch über das Borg Extract auch einzelne Dateien daraus ziehen oder einzelne Ordner daraus ziehen. Was auch ganz fancy ist, diese Remote-Repositories sind automatisch by default verschlüsselt. Man gibt am Anfang so ein Passwort ein und dann landet im Wesentlichen auf der anderen Seite nichts, was nicht verschlüsselt ist, außer ich habe im Wesentlichen vorher gesagt, ich glaube, du möchtest, dass ich schneller mache. Also außer du sagst ihm im Wesentlichen, mach es unencrypted, dann verschlüsselt er sogar das ganze Repo. Das heißt, man muss sich nicht um externe Verschlüsselung nochmal kümmern. Das ist auch ganz geil. Jo, das ist Borg Backup. Gibt es noch weitere Fragen? Wenn dem nicht so ist, dann darf gerne der Nächste. Und ich danke für den Browser. So, ja, also Swax ist das Swiss Army Knife for SMTP. Ist ein super einfaches, kleines Kommandozeilentool, das nichts anderes macht als E-Mails schicken und dem man alles Mögliche, was in dieser E-Mail drinstehen soll und was in dieser SMTP-Session passieren soll, per Flag einfach irgendwie mitgeben kann. Ist super praktisch, wenn man einen Mail-Server debuggen muss. Ist super simpel, man sagt irgendwie Swax to und über welchen SMTP-Server man das schicken soll, aber man kann die Authentifizierungsmethoden testen, die verschiedenen, man kann eigene Header mitsenden, man kann den Text konfigurieren, man kann allen möglichen Scheiß machen. Ist einfach super praktisch, wenn man einen Mail-Server debuggen muss und fiel mir gerade ein, weil ich heute einen Mail-Server debuggen musste. Das andere Tool, ich weiß nicht, ob jemand von euch schon mal ein vergleichbares Problem hatte, aber ich habe dieses Problem immer wieder mal. Ich habe Datenbanken, in denen irgendwie wichtige Daten liegen, die sich regelmäßig ändern. Und von diesen Datenbanken wird, weil sie wichtig sind, alle 2 Stunden zum Beispiel ein Backup gemacht. Und dann passiert irgendwas und irgendwelche Daten sind weg. Und der Kunde sagt, die waren aber letzte Woche noch da. Und ich hätte die gerne aus dem neuesten Backup, in dem die noch da sind, restored. Oder ich wüsste gerne einfach mal, wann die verschwunden sind. Und ich habe aber keine Logs, aus denen das hervorgeht, sondern ich habe einfach nur diese 2-stündigen Backups. Und ich möchte jetzt rausfinden, wo sind sie zum ersten Mal verschwunden. Deswegen habe ich MySQL Bisect geschrieben. Das nimmt einen Ordner voll SQL-Dumps und fängt dann mit einem an, lädt das in einen lokalen MySQL-Server, führt ein Query drauf aus, guckt, ob das Query ein Ergebnis zurückgibt oder nicht und löscht dann die Datenbank wieder, macht das mit einem anderen
und macht dann eine binäre Suche dazwischen. Also im Grunde das Gleiche, was GitBisect macht, um den Commit zu finden, was kaputt gegangen ist, nur auf großen SQL dann zu deinem Backup-Ordner. Dauert ein bisschen, weil dieses ganze Importieren und Exportieren aus dem Datenbank-Server ist langsam, aber ist, wenn es ein komplizierteres Query ist, das ihr braucht, um das rauszufinden, deutlich angenehmer, als da mit grep in irgendwie diesen SQL-Dumps rumzusuchen. Jo, das war's. Ich wollte euch mal zwei kleine Skripte vorstellen, die ich geschrieben habe, die ich ganz nett finde und immer wieder brauche. Problem Nummer eins, was relativ häufig vorkommt, bei mir zumindest, ist, dass ich so einen Haufen temporäre Dateien irgendwie anhäufen, teilweise von Leuten, die mir mal irgendwie von ihren Macs oder ihren Windows-Rechnern Zeug gegeben haben, mit diesen blöden Desktop-Dateien und, keine Ahnung, Temp, bla, keine Ahnung, Zeug. Und außerdem, ja, ihr kennt das, man macht mit VI irgendwas auf, editiert was und hat so eine Tilde-Datei. Das ist zwar eigentlich ganz nett, aber wenn man halt so ein Tarball dann packen will, will man diese blöden Tilden-Dateien nicht immer drin haben. Deswegen gibt es Dell-TMP. Das Ding ist einfach nur ein Skript, um irgendwie temporäre Dateien zu finden und zu löschen. Das hat verschiedene Klassen von temporären Dateien, also eben sowas wie Windows, Mac und so weiter. Man kann die Klassen selektiv dazu schalten oder wegschalten. Er macht das Ganze rekursiv, wenn man will, gibt eine Liste aus mit Daten, die er gefunden hat. Einmal auf Ja klicken, alle sind weg. Oder halt eben auch direkt mit minus Force und dann sind sie direkt weg, ohne Nachfragen. Ist ganz nett, könnt ihr mal ausprobieren. Falls ihr irgendwelche Sachen findet, die noch fehlen, könnt ihr sie gerne dazu machen. Das zweite ist vielleicht Mount SSHFS, das verwende ich auch relativ viel. Das ist einfach um SSH, also liest im Prinzip die SSH-Config und man kann ein paar Dinge konfigurieren und dann hat man einfach ein SSHFS an irgendeinem Ordner oder so. Brauche ich auch relativ viel. Das andere ist noch Wimwitch, das finde ich auch ganz nett. Der Gedanke hinter Wimwitch ist, hinzugehen und im Prinzip einen Witch zu machen, um ein Skript zu finden und damit VI es direkt zu editieren. Also im Prinzip, wenn man nicht mehr genau weiß, wo man eigentlich sein Skript, was man jetzt gerade editieren möchte, gespeichert hat, macht man einfach Wimwitch Skriptname und kann loslegen. Finde ich eigentlich relativ praktisch. Dann vielleicht noch eine coole Sache, die ich da jetzt gefunden habe. Neo? Ja. Ich bin, wie ihr wisst, vor allem im Bereich C++ unterwegs und die Klang-Leute sind richtig, richtig cool. Und ein Klang-Tool, was ich vor kurzem entdeckt habe, ist Klang-Tidy. Das geht hin und macht einen Haufen statischer Analysen auf dem Code und einen Haufen Checking auf so Sachen wie Performance-Probleme, auf so Sachen wie schlechter Stil, schlechte Syntax, kann man alles konfigurieren. Man kann zum Beispiel seine eigene Coding-Convention dem Ding mitteilen. So Sachen wie Klassen werden immer Camel-Case geschrieben, alle meine Member-Variablen haben M-Unterstrich und lauter so Krams. Und er überprüft einfach den kompletten Source-Tree auf diese Struktur, zeigt einem an, wo Scheiße ist, wo man sich nicht dran hält und gibt einen Fix vor, den man mit Klang Apply irgendwas, habe ich vergessen, direkt anwenden kann. Also der Punkt ist, es findet die Fehler und behebt sie direkt. Und das ist halt zum Beispiel bei mir in meinem Travis auch eins der Standardchecks, die durchlaufen und passen müssen, bevor der Commit läuft. Ja, das war's von mir. Irgendwelche Fragen? Was macht das Wimwitch außer dem Wimwitch Lango? Es macht Checking. Also zum Beispiel, ob du dich vertippt hast oder ob, keine Ahnung. Also Crash-Funktion. Ja, im weitesten Sinne. Ja, ist halt ein bisschen netter Rapper außenrum. Aber wenn du das Skript dir anschaust, es hat ungefähr 5 Zeilen. Ja, also ich finde es halt nur ultra praktisch. Ja. Dann Dankeschön. Ich weiß, die muss ich sowieso neu einrichten. Also, was ich euch vorstellen möchte, ist ein Texteditor. Ich weiß, viele von hier lieben Vim. Und ich habe angefangen, Vim zu mögen. Und dann bin ich über einen anderen Texteditor gestolpert, der mir einfach besser gefallen hat. Und so. Die Schrift. Ja, also es ist im Prinzip, der funktioniert im großen Teil genauso wie Vim, mit der gewohnten Steuerung und allem. Er hat auch angefangen als eine Reimplementation von Vim. Gab es dann irgendwann eine Meinungsänderung, dass die Syntax, die Vim teilweise verwendet, nicht ganz besonders schön ist. Besonders, wenn es darum geht, zu sehen, was man tut, bevor man es tut und nicht zu häufig rückgängig zu machen. Und die Idee hinter dem Editor ist quasi,
alles erstmal über Selektion zu machen. Das heißt, wenn man irgendwie was macht, zum Beispiel jetzt eine Zeile kopiert, dann selektiert man die erst und dann kann man sie entweder deleten oder halt kopieren und dann wieder einfügen. Besonders interessant wird das dann halt, wenn man multiple Selektionen machen möchte, wie zum Beispiel einfach alles ein bisschen weiter einrücken. Da kann man hier den gesamten Text selektieren, einen Regex, Start der Zeile verwenden, nehmen, Insert und alles einmal nach vorne verschieben. Ich finde den super praktisch, einfach erstmal, weil man sieht erstmal, was man tut, was halt der große Kritikpunkt ist, wenn man erstmal Wing lernen möchte. Man macht häufig irgendwas falsch. Für die, die es natürlich gewohnt sind, ist das vielleicht nicht ganz so interessant. Was aber auch ganz interessant ist an diesem Editor, ist, er hat einen Daemon-Modus. Das heißt, man kann ihn quasi als Daemon starten und sich dann zu der Session attachen. Das wird dann interessant, wenn man das in Kombination mit Tmux verwendet, um zum Beispiel zwei Dateien nebeneinander anzuschauen. So, das funktioniert natürlich auch, da das die gleiche Session ist, kann man jetzt auch schön gewohnt hin und her kopieren mit im Register yanken und dann auf der anderen Seite wieder das einfügen, was man gerade von drüben kopiert hat. Also äußerst praktisch. Wie heißt das Schätzchen? Cocoon. Und ist auf GitHub, also Open Source. Ja. Was ist da jetzt der Vorteil gegenüber zum Beispiel Vim in Tmux oder Spring Server nebeneinander aufgemacht? Das habe ich, glaube ich, nicht verstanden, was du meintest, was der Vorteil also mit der Session ist. Da das ja die gleiche Session ist, sind die Register die gleichen. Ach so, alle. Okay. Also, und der lädt auch automatisch neu, ne? Genau. Wenn du die gleiche Datei offen hast, zum Beispiel, was war das jetzt? Hier und ich hier irgendwas einfüge, dann sieht man das da drüben, das wird gleich automatisch geupdatet. Kann man diesen Clip da abschalten? Clippy? Welchen Clip? Kann man den Zauber? Ach so, das habe ich noch nicht ausprobiert, aber der hat auch Autocomplete und alles Mögliche. Das heißt, wenn man so etwas mag, dann ist das auch alles. So, also wenn sonst irgendwie sonst noch irgendwelche Fragen oder? Ach so, wenn man zum Beispiel schlägt einem Phosphor. Genau, also man kann zum Beispiel sagen hier, wenn man irgendwelche Go-To-Befehle hat, der schlägt einem dann alles Mögliche vor, was man machen können, tun will. Okay, ist allein dafür gar nichts wirken. So. Wenn sonst keine Fragen mehr sind, würde ich jetzt an den nächsten weitergeben. Okay, ich wollte euch JDownloader zeigen. Die meisten kennen das wohl. Wer kennt JDownloader nicht? Oh, vielen Dank. Okay, zwei Personen kennen JDownloader nicht. Dann hat es ja eigentlich irgendwie. Dann zeige ich ein paar Advanced Features vielleicht. JDownloader ist. Ja. Okay, JDownloader ist ein ziemlich cooles Download-Tool. Das downloadet so ziemlich alles, was man so downloaden möchte, von Mediathek-Sachen. Also man haut da zum Beispiel man kriegt einen Link, ARD, ZDF, bla bla bla, irgendwas, dann haut man den da rein und das weiß dann schon meistens, wie es an das Video kommt. Gibt einem mehrere Formate zur Auswahl und man kann auch Sachen vordefinieren und so. Und das Batch-Download halt auch, wenn man zum Beispiel habe ich hier bei Internet Archive, bei Archive.org habe ich nach Cory Doctorow geguckt, ja, dann kann ich diesen Query hier, diese URL da reintun in Add New Links, wenn auf der Seite, wenn es kein bekannter Link ist wie YouTube oder sowas, dann muss man es manuell machen, so wie ich das gerade mache, dann sagt man Continue und dann saugt er einem da alle Links raus, was ziemlich praktisch ist, das dauert jetzt ein bisschen, weil das sind ein paar hundert Links und der filtert es auch. Sieht man jetzt gerade schön. Ja, und dann kann ich hier zum Beispiel rechts sagen, wenn es fertig ist, ich hätte gerne nur Audiodateien oder was auch immer.
zum Beispiel nur Archive oder Video und Audio oder keine Ahnung. Und dann kann ich das einfach alles rüberwerfen in meine Downloadlist. Das mache ich jetzt natürlich nicht, das dauert zu lange. Aber hier kann man halt sehen, dass das ganze Grafikmüll, den möchte ich raus haben. So, alle Grafiken raus. Anderes mache ich auch raus. Es sind nur noch Archive, Audio. Machen wir nur Video. So. Und dann sind hier alle Videos, die auf der Webseite drin eingebunden waren. Und dann kann ich mir halt entsprechend. Ich kann mir auch. Das ist jetzt komplett neu installiert. Ich kann mir da auch alle möglichen Filter und Einstellungen machen, sodass er zum Beispiel immer nur OGG runterlädt oder ausschließlich MP4 oder was auch immer. Und dass er zum Beispiel MPEG-4-Dateien in einen bestimmten Ordner wirft und so weiter und so fort. Also das ist ein ziemlich mächtiges Tool. Und was halt auch wirklich cool ist, das will ich gerne alles weghaben, man kann halt komplette YouTube-Kanäle ziehen, was ich halt sehr gerne mache. Zum Beispiel hier fragt er einen dann nur Video oder die komplette Playlist, sage ich komplette Playlist. Und dann zieht er mir halt die komplette Playlist, wenn ich Videofiles hier anmache. Habe ich, glaube ich, das dauert ein bisschen. Da sagt er, er crawlt das gerade ab. Ja, hier. Da. Super praktisch. Man kann auch ganze Channels, aber das dauert bei dem Kanal mit ein paar tausend Videos, dauert es zu lange. Ja, genau. Also der ist jetzt Grundeinstellung, der macht jetzt nur ein Video, wahrscheinlich immer das Beste. Ja, immer die 1080p-Version. Hier. So. Man kann die auch schön zu einem Ordner, zu einem Package zusammenfügen und dann sagen, wo das hin soll. Also zum Beispiel Eastern Philosophy soll das Ding heißen. Und es macht automatisch den Package-Name in den Download-Pfad und so Kram. Also es ist ein ziemlich cooles Tool, ja. Gerade wenn man halt viel Medien lädt oder archivieren möchte, super praktisch. Und wenn man halt auch zum Beispiel, wie ich jetzt drauf gekommen bin, der Eike, der vorhin mich angesprochen hat, der heute das erste Mal da war, hatte das Problem, dass er so eine Seite von der CDU hatte, wo unglaublich viele PDFs drin sind und der wollte nicht jedes manuell klicken. Ja? Und da habe ich ihm gesagt, ja, du haust diese URL in JDownloader rein, dann listet er die ganzen PDFs auf und fertig. Ab damit. Runterladen. Fertig. Ja? Und dann kannst du es lokal sortieren. So, ja. Das ist eigentlich schon alles. Hat noch irgendjemand Fragen dazu oder sowas? War jetzt ein bisschen konfus. Keine Fragen? Okay, dann bin ich fertig. Eins der wunderbaren Programme, die man irgendwie so mal wieder braucht, wenn man mit alten PDFs rumkramt und da drin zum Beispiel so Dinge baut, wie man zähle, wie häufig Links aufeinander referenzieren oder so, das ist ein Werkzeug, was sehr praktisch ist, weil man damit einfach mit dem Endergebnis einfach arbeiten kann. PDF to HTML, naja, was macht das? Dem gibt man einfach so ein PDF und dann macht es da seine Magie drauf und extrahiert irgendwie alle Seiten, die da so drin sind. Und das soll jetzt hoffentlich nicht mehr allzu lange dauern. Dieses Ding hat 30 Seiten. Wir sind bei Seite 28 hier. 40, knapp daneben. Und oh, da kann man sich das fertige. Du hast gerade das PDF geöffnet. Das steht. Da. Und dann kann man sich dieses Ding irgendwie so in der HTML-Version nehmen, die jetzt irgendwie nicht ganz so schön ist, aber damit kann man arbeiten. Insbesondere hat man hier vorne die ganzen Seitenlinks und alle Links, die irgendwie auf so einer Seite verfügbar sind, nochmal extra unten drunter und dann kann man da wunderbar mitarbeiten. Und wenn man die ganzen Konfigurationen irgendwie auch alle auswendig weiß, dann kann man jede Seite sich sogar als einzelnes Dokument ausgeben lassen. Genau. Wem es hilft, der kommt damit viel besser klar. Und dann hat man hier noch so schöne Tools, wie zum Beispiel C-Log. C-Log ist, naja, Count Lines of Code. Ups. Und dann zählt er so ein bisschen und dann sagt er mir hinterher hoffentlich, wie viel Code da wo drin ist und
Ich hätte vielleicht ein etwas kleineres Projekt nehmen sollen oder vielleicht eins, was nicht ganz so viele Node-Packages hat. Jetzt muss man sagen, es gibt nirgendwo solche Tools und Clocks, das schnellste. Kann das das Lockdown sein, ne? Ja, aber Clock ist das coole. So. Und dann geht es in etwa so schnell. Und dann wühlt sich dieses Ding irgendwie durch ein paar, durch 100 Dateien durch und sagt mir, ja, du hast da irgendwie so, naja, ein paar Kommentare, so viel Code und listet das Ganze schön nach Dateityp auf. In dem Fall, naja, JavaScript-Projekt. Und für die Leute, die irgendwie auf grafische Bilder stehen, naja, da gibt es so ein Ding, das nennt sich Gores und das visualisiert mein Git. Und wenn das Programm auch noch auf dem richtigen Monitor starten würde, wäre das perfekt. Die Geschwindigkeit ist jetzt nicht sonderlich atemberaubend, gebe ich zu. Aber das wächst noch, das Repo. Wer Lust und Laune hat, das dauert noch ein bisschen, aber ja. Ja. Was fällt die Entfernung da? Warum bewegen sich Leute? Die Leute, die sich wild durch die Gegend bewegen, sagen, wer wann an welcher Datei gearbeitet hat. Und der gleiche Typ hat immer die gleiche Farbe und der gleiche Dateityp hat immer die gleiche Farbe. Und wenn sie draußen sind, dann haben sie eine Weile nichts gemacht. Wenn sie noch drin sind, haben sie hin und wieder mal was gemacht. Also sind die immer so force-directed in Richtung? Die sind immer force-directed, ja. Was für ein Repo ist denn das? Das ist in dem Fall von meinem Software-Engineering-Praktikum. Ja, es ist auf größeren Repos Linux-Kernel sehr angenehm zu schauen. Nee, ich habe leider gerade keinen rumliegen. Ich könnte aber vielleicht den Julia Source Code bei mir rumliegen haben. Ja, ich muss das Ding mal hier rüberholen, ich sehe selber nichts. Nope, habe leider gerade kein größeres Repo bei mir rumliegen, was ich als Repo geklont habe. Also, wirklich großes. Also bei Linux-Kernel sagt er erstmal die ganze Zeit lang Reading Log. Ja, ja, das ist so. Das muss so. Hat er fast Vorwort? Er hat eine Option, via Kommandozeile zu sagen, er soll schneller arbeiten. Wo ist meine Maus? Er hat hier prinzipiell so eine Statusleiste, aber wenn ich die klicke, dann fängt er von da an, das Repo zu zeichnen. Also alles, was halt vorher irgendwie geändert wurde, ist nicht mehr in dem Graphen drin. Aber immerhin kann man dieses Ding auch als Videofile exportieren, für die Leute, die es ein bisschen schneller machen wollen. Können dann in VLC ihren Spaß haben. Gibt es sonst noch Fragen dazu? Ich bin A, Datenmessi und B, stehe ich irgendwie auf grafische Programme. Letzteres, glaube ich, der Tatsache geschuldet, dass ich noch nicht ganz so lange hier bin. Aber wenn eins von beiden nicht auf euch zutrifft, dann guckt einfach weg. Wenn ihr irgendwann mal das Gefühl habt, ihr habt jede Menge Kram auf eurem Laptop und ihr wisst überhaupt nicht, wo der herkommt und ihr wollt mal suchen, wo sind so diese riesigen Stellen, an denen viel zu viel Scheiß rumliegt, dazu benutze ich persönlich GDMap. Das ist so ein Programm, da geht man hier oben auf Öffnen und wählt irgendeinen x-beliebigen Ordner aus, zum Beispiel einfach euer Dateisystem, das dauert dann irgendwie eine Weile, dann habe ich hier mal was vorbereitet und dann könnt ihr euer Dateisystem in so einer wunderschönen Ansicht angucken. Was der in dem Fall nämlich macht, ist, er stellt für jede Datei stellt er so ein Rechteck dar, die Größe des Rechtecks
ist die Größe der Datei insgesamt und gleichzeitig fasst er auch nochmal jeden einzelnen Ordner wieder zu einem Rechteck zusammen intern. Und dadurch hat man eine wunderschöne Übersicht über all die Dateien, die man so hat. Und dann sieht man, oh, hier liegt irgendwie jede Menge kleiner Kram rum. Da unten sieht man dann den Pfad. Oh, das ist irgendwie der Cache von Apt. Okay, kein Wunder, da liegt jede Menge Kleinkram rum. Hier habe ich irgendwie jede Menge große Files. Das ist irgendwie so eine komplette Machine Learning-Vorlesung, die ich mal runtergeladen habe, die da rumliegt. Und da hat man einfach einen ganz schönen Überblick. Man kann auch einfach mit Doppelklick in die einzelnen Ordner reingehen und kann sich da irgendwie genauer rum anschauen, was da so rumliegt. Und ja, hier liegt irgendwie noch so eine MATLAB-Installation. Und da findet man irgendwie ganz schnell, was irgendwie so die Riesenfiles sind, die irgendwo rumlungern. Und ja, das ist auch schon alles. Wichtig dabei ist, erweitert die Dateiendungen ein bisschen. Weil bei mir war es ja so, dass irgendwie einige Videofiles, zum Beispiel hier gerade hat, weil er irgendwie... Ja, genau, stimmt. Was es nämlich auch noch kann, ist, man kann hier irgendwo in den Einstellungen kann man das Farbschema editieren und da hat man verschiedene Farben für verschiedene Dateiendungen, dass man irgendwie auch direkt sieht, was sind das eigentlich für Dateien. Da habe ich jetzt noch nicht so viel dazu geschrieben, aber ja, das geht auch. Okay, das ist auch schon alles, was ich zeigen wollte. Genau, also ich stelle euch Pandoc vor. Ich weiß nicht, wer das kennt, falsches. Kann sich nur noch um Stunden handeln hier. Also man hat irgendwie irgendwas, ich habe jetzt hier irgendwie für die Wiederholungsübungsgruppe, die wir jetzt, also habe ich irgendwie für eine Folie gemacht, aber ich habe irgendwie keinen Bock mehr, mich irgendwie mit LaTeX rumzuschlagen oder das in anderen Dingen zu machen. Also, und ich will einfach nur im Internet hinschreiben, das habe ich jetzt in RST irgendwie, da sind jetzt irgendwie noch ein paar Dinge drin, aber ich kann das halt einfach so runterschreiben, aber ich will natürlich am Ende irgendwie eine PDF haben. Und um das irgendwie zu machen, habe ich, also ich habe mir jetzt irgendwie das kürzer gemacht, dass ich hier Folien habe und das generiert mir dann, führt dann diesen Befehl mir aus. Und was das einfach macht, ist, es ruft einfach Pandoc auf, sagt, dass der und Pandoc übersetzt dann irgendwie von jeder Markup-Sprache quasi, kann es in jede andere Markup-Sprache übersetzen. Und in, das ist nochmal ein besonderer Fall jetzt, weil es über LaTeX zu einer PDF übersetzt direkt und dann halt die Tech-Files, die dann rausfallen, auch gleich wieder aufräumt. Also das, die liegen dann nirgendwo rum. Man hat am Ende einfach nur dann hier diese, nee, das habe ich, nee, das stimmt nicht, die habe ich da nicht liegen. Ich hier gerade. Ich habe halt irgendwie jetzt noch diese PDF, ist daraus, fällt da raus. Und man muss sich halt nicht wirklich weiter um irgendwelche, ja, wie das aussieht oder sonst was kümmern. Wenn man jetzt sich doch drum kümmern will, irgendwie, weil. Das ist zwar ganz okay, aber das ist, willst du halt irgendwie so haben wie, also du willst es irgendwie für dich schön haben und dein eigenes Template haben, dann kann man sich da eigene Templates zuschreiben. Ich habe mir da mal, also das ist, und dann muss, kann man halt hier, hat man diesen Befehl minus minus Template gleich und dann irgendwie das entsprechende Ding. Also in diesem Fall habe ich jetzt irgendwie mal für Fachschaftsprotokolle was geschrieben. Das Testding ist einfach nur irgendeine Blödsinn-Datei, um das auszuprobieren. Also ich habe einfach irgendeine Blödsinn da geschrieben. Man hat aber auf jeden Fall so Variablen, die man da setzen kann. Und wenn ich das jetzt hier ausführe, dann fällt da irgendwie dieses Ding raus und Dinge, die ich da so reingeschrieben habe, sind da halt so drin. Und warte ich, man kann halt irgendwie so ein Template setzen, wo man irgendwie hier so seinen gesamten normalen LaTeX-Code schreibt und da hat man, kann man irgendwie so Variablen, die man halt setzt, machen. Und da, wo der ganze Text, den man eigentlich schreibt, hin soll, hat man irgendwie dieses Dollarzeichen, Body-Dollarzeichen und da kommt, wird dann alles reingesetzt. Man muss halt entsprechende Pakete laden, die geschrieben werden. Und ja, also man kann eigentlich von allem in alles übersetzen. Also ist irgendwie, das ist so eine ewig lange Liste an Optionen, die man noch hat. Und das ist so die Liste an Formaten, von die man eingeben kann. Also man kann irgendwie Common Mark, DocBook, DocX, EPUB und so weiter alles in diese ganzen Dinge übersetzen. Und das eine packt man rein, das andere kommt raus. Und ja, so diese ganzen Optionen machen dann noch ein bisschen fancy Zeug dazu. Und theoretisch kann man sich dann auch, wenn man einem das nicht reicht, man will ein anderes Format haben, kann man auch einen Reader oder Writer dementsprechend noch schreiben und dazu ergänzen. Also das ist dann irgendwie in Haskell ist das geschrieben, man kann, es sind einzelne Dateien da jeweils, das kann man theoretisch ergänzen.
Oder man kann auch Filter schreiben, die bestimmte Teile dann, wenn man diesen Filter anhat, anders interpretieren. Aber da habe ich ehrlich gesagt auch noch nicht wirklich Ahnung von. Na, gibt es Fragen dazu? Dann? Genau, ich wollte auch noch kurz was vorstellen. Bei mir ist das Pry. Pry ist erstmal eine spezielle Ruby-REPL, die irgendwie ganz nett dazu geeignet ist, wenn man Ruby schreiben will und da tolle Dinge kann. Aber ich finde sie auch darüber hinaus sehr praktisch. Und zwar wegen eines bestimmten Features. Genau, der Command-Line-Integration. Wenn man in der Pry drin ist, kann man, indem man irgendwie einen Punkt von Befehl schreibt, einfach alle Shell-Commands ausführen, die man sonst so ausführen könnte. Das heißt, man kann sich in der Pry irgendwie halbwegs in der Shell zurechtfinden. Das ist, finde ich, kein sinnvoller Ersatz für eine richtige Shell, wie so eine Z-Shell oder sonst irgendwas. Aber so, ich bin jemand, der Shell-Skripte so hasst wie die Pest, zumindest so Bash oder Z-Shell, damit kann ich einfach überhaupt nichts, aber ich kann Ruby halbwegs flüssig. Und jetzt gibt es aber so Tasks, die jetzt irgendwie zu klein sind, dass man da jetzt so ein wirklich dediziertes Skript vielleicht für schreiben will, aber doch nervig genug, dass man das jetzt nicht 10-mal machen will. Was mir da so einfällt, ist irgendwie Bilder in einer Größe konvertieren oder sonst irgendwas. Und was ich dann halt mache, ist, ich gehe in die Pry rein, gehe in diese Shell-Mode-Extension, schreibe mir da in 10 Zeilen die eine Funktion runter, die ich brauche und führe die einmal aus und kann halt schön mein Ruby schreiben, was ich gut kann, muss nicht irgendwie nachdenken, wie ich jetzt meine regular expressions oder sonst irgendwie herkriege und wie das jetzt mit dieser Shell-Script-Sprache genau funktioniert. Genau, das ist für mich sehr, sehr angenehm und vielleicht gibt es ja den einen oder anderen Rubyisten, der das auch mag. Genau. Das war's auch schon. Was ich an Pry auch ziemlich geil finde, ist, dass man in seinem Ruby-Programm einfach Pry einbinden kann und dann alle Leute das Skript nicht so. Genau, dieses Binding. Also genau, Pry ist eine geile REPL. Also wenn ihr Ruby entwickelt, empfehle ich euch zu Pry, weil ich dachte, das betrifft so wenig Leute, als dass ich darauf jetzt genauer eingehen will. Ich wollte jetzt mehr so, also ich benutze es gerne zum Bilder konvertieren oder sowas so als Batch-Zeug. Ja, genau. Cool. Ja, wenn es sonst niemanden mehr gibt, der irgendwas vorzustellen hat, um das scheint nicht der Fall zu sein, dann danke an alle Leute, die ihre Tools vorgestellt haben und wir sehen uns vermutlich in 2 Jahren wieder.